Der wunderbare deutsche Kennung mit einem deutschen Schein ist mittlerweile offiziell, dass man in Österreich fliegen kann. Ich bin Gür und das ist geil. In Österreich seit Februar. Ein 100 PS Schub ist der Rotax 912 und das ist ausreichend für genug Spaß. Dieser Tragschrauber, der fixe Rotorblätter hat, da ist eine komplizierte Mechanik drauf. Und im Gegensatz zum Hubschrauber, der die Luft oben ansaugt und nach unten bläst, also fliegt, wird die von vorne unten nach oben strömende Luft, treibt den Rotor an und baut Auftrieb auf und durch das fliegt es. Dafür haben wir den Propeller hinten, der den Gyrokopter schiebt und durch den Schub bleibt immer Rotordreh zu erhalten. Der Luxuslärm.at. Haben wir natürlich Rundflüge mit dem Flieger buchen. Die Stunde 160 Euro und wenn man Flugplätze anfliegt, wo Landegebühr fällig ist, dann kommt das dazu. Das sind so zwischen 8 und 12 Euro immer. Seriöserweise bis 100 Meter Startstrecken, was er braucht zum Abgeben. Und beim entsprechend Wind von vorne hebt er bei einer Fliegerlänge schon. Landen viel kürzer. Also da landen kann man am Punkt